So, was wollen wir heute spielen? Moment, wir gucken. Laden, Tutorial? Nee, haben wir schon. Also, Tutorial habe ich schon. Da habe ich gedacht, spiele ich mal ohne euch, damit wir da schon mal ein bisschen Wissen haben. Neues Spiel. Freies Spiel haben wir vorgestern und gestern gemacht, wobei wir es gestern so dermaßen gerockt haben. Das ist unglaublich. So, also starten wir heute mal in die Kampagne. So, Stimme, nicht aufgeben, Stimme. Ich bin froh, dass du wieder da bist. So, Kapitel 1 von 5. Dazu muss ich Kapitel 1 erst abschließen. Der Nordosten Boston, Startjahr 1830, 1,4 Millionen Quadratkilometer, 19 Städte, 53 Land. Upsa, 53 Landbetriebe. Jo. Dann würde ich sagen, hauen wir den mal weg, den Konkurrenten da, und erobern mal schnell den Nordwesten, nee, Nordosten, Entschuldigung, nicht Nordwesten, Nordosten von Amerika. So, weiter. Genau, wir sind Nick Frei, wir können nicht den Professor wechseln, wir können nicht die Railroad umbenennen, die gehört jemand anders, wir sind nur der Verwalter. Dann können wir auch nichts hier einstellen. Die Schwierigkeitsgrade sind vorgegeben und wir sehen, wir haben einen Konkurrenten und spielen auf normal. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ja, also es ist einfacher wie mein freies Spiel gestern. Das heißt, wir werden die mal ganz schnell hier wegkloppen. Ich bin mal gespannt. Ich spiele das Ding nicht, wie man Kampagne normal spielt. Ich glaube, ich spiele es einfach wie mein freies Spiel gestern. Und hoffe so, die Aufträge miterledigen zu können. Schauen wir mal. Spiel starten. Das wird spannend. Weil ich habe Kampagne in dem Spiel, glaube ich, noch nicht gespielt. Oh Das Gott. 19. Jahrhundert war ein goldenes Zeitalter der Wieso ist das so Technik. laut? Vor allem für jene von uns, deren Herz mit dem stetigen Takt der Lokomotive schlägt. Mein Name ist Nagelmarkers. Ich werde annehmen, Sie haben bereits von mir gehört. Als ich jung war, hatte ich einen Traum. Ein Luxuszug über alle Grenzen hinweg, von Paris bis nach Sankt Petersburg. Um meinen Traum zu verwirklichen, hatte ich Gäste geladen. In einer anderen Zeit waren Unternehmer wie Sie die Triebfeder des Fortschritts, doch nun standen Sie mir im Weg. Nehmen wir zum Beispiel diesen Gentleman. Ich plante, die Branche zu revolutionieren, so wie es Pioniere wie er in den ersten Tagen der Eisenbahn vorgemacht hatten. Mit dem Ende der 1820er Jahre begann eine Revolution des Transportwesens, sowohl in der alten als auch in der neuen Welt. Von stetigem Wachstum angeheizt, verlangten die Industriezentren an der Ostküste nach immer mehr Ressourcen in immer kürzerer Zeit. Straßen und sogar die neu gebauten Wasserwege konnten die steigende Nachfrage nur schwerlich decken. Jedoch hatten inspirierte Geister die Idee von Gleisen und die neue Erfindung der Dampfmaschine zu einem Pulverfass vereint, das die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern sollte. Es bedurfte nur noch ambitionierter Pioniere, um die Lunte zu zünden. So, ich hoffe, es war nicht zu laut für Ah, euch. da sind Sie ja. Corning, mein Name. Erastus Corning. Erstmal Und Sie müssen Pause. der junge Eisenbahnexperte sein, der mir empfohlen wurde. Gut, dass Sie hier sind. Andere Leute halten ja nichts von diesem neumodischen Schnickschnack. Aber ich denke, Investitionen in diese Eisenbahn sind gut angelegtes Geld. Deswegen habe ich mein Kapital auch in Ihr Unternehmen gesteckt. Ich bin stolzer Besitzer einer Firma für Eisenwaren, müssen Sie wissen. Je mehr Schienen Sie verlegen, desto reicher werde ich. Immerhin kaufen Sie Ihren Stahl von mir. Aber übernehmen Sie sich nicht, wenn Sie pleite gehen.
Habe ich schließlich auch nichts davon. Aber warum fangen Sie nicht einfach mal an? Ich habe Ihnen eine Aufgabenliste zusammengestellt. Mein Unternehmenssitz befindet sich in Albany. Diese Stadt sollten Sie möglichst bald anschließen. Verzagen Sie mir aber bloß nicht an dem schwierigen Gelände auf dem Weg dorthin. Clevere Planung ist alles. Endlich! Ich darf wieder. So, jede Menge Text. Ich hoffe, es war nicht so laut für euch. Und Blattfuß fragt, ob ich einen Vorgänger auch schon gespielt habe. Ja, habe ich, aber nur privat. Hab alle DLCs gekauft und kaum drin gezockt. Warum habe ich kaum drin gezockt? Weil der erste Teil mir irgendwie nicht gelegen hat. Der zweite Teil liegt mir super gut. Und warum sie den Preis aufrufen? Ich vermute, weil das Spiel so viel in der Entwicklung gekostet hat, dass sie den Preis aufrufen müssen. Wobei 49 Euro in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr so teuer ist. Wenn du den Microsoft Game Pass hast, dann hast du das Spiel sowieso umsonst, weil das ist da mit dem Game Pass. So, ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Und guten Abend, Damiens. So, wir sollen hier Aufgaben erfüllen. Und zwar, beliefere Boss mit 8 Ladungen Holz. Dann sollen wir Boss mit 8 Ladungen Zucker beliefern. Sollen 320 Passagiere ohne Umsteigen von Boston nach Portland schicken. Und wir sollen 25.000 Einwohner in Boston fabrizieren. Na, das ist doch ein Kinderspiel. Das machen wir doch mit Links. Tja, dann würde ich sagen, wir haben hier, glaube ich, schon einen Bahnhof. Ja. Und wir haben hier einen Bahnhof. Ja. Dann bauen wir mal Gleise. Tja, wir versuchen auf Max-Speed zu kommen. Wobei das immer so ein bisschen schwierig ist. Ich guck mal, was passiert, wenn wir den hier direkt anschließen würden. Ah, da haben wir eine Steigung drin und fahren maximal 85. Bin ich schon mal kein Fan von. Oh, die Möwen sind laut. So, da haben wir Max Speed. Und da haben wir auch Max Speed. Gehen aber aufs falsche Gleis, wie ich gerade sehe. Dafür haben wir eine Steigung drin. Aber ich glaube, die haben wir auf dem Hinweg. Wir fahren ja mit Fracht zurück und ohne Fracht zurück. Das sollte also irgendwie schon hinhauen. So, machen wir gleich eine zweite Linie. Und dann setzen wir den Weichenkopf. Und den Weichenkopf. Und dann wählen wir die Richtungen wieder aus. So, und dann wird Holz und Kuh darunter geliefert, wo Fleisch gemacht wird. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wir bräuchten, glaube ich, noch so ein Häusle hier. Das können wir mal da hinsetzen. Dann haben wir auch was von, wenn wir gleich darüber bauen. Brauche ich noch irgendwas? Ich bin gerade am Überlegen. Ein Zug wäre nicht verkehrt. So, und dann machen wir hier nach da und fahren Fracht. Und jetzt gehen wir mal hier rein und sagen mal, wir wollen, was sollen wir fahren? Holz, ne? 8 Ladungen Holz. Okay. Also Zug von hier. Nein, falsch. Zug von da nach hier. Mit Fracht und Holz priorisiert. Kuh darf aber auch. Ich bin am Überlegen. Lassen wir erstmal so für den Auftrag. Und dann nehmen wir gleich mal hier den John Bull. Den haben wir hier in der Mission schon zur Verfügung. Da ist schon ein bisschen was freigeschaltet. Müssen wir nicht ganz von unten anfangen. Und dann können wir den direkt losjagen. Jo. Und dann lassen wir die Zeit mal laufen.
Und dann fährt die erste Lok und dann kriegen wir gleich 125.000 fürs Anschließen. Und dann können wir uns schon mal Gedanken machen, wie wir Portland hier dran anbauen. So, wir bauen hier einen Bahnhof. Wie rum? Machen wir ihn so rum. Ich glaube, das ist gleich. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, das ist die gleiche Richtung wie da unten die Stadt. Dann können wir 1 auf 1 gehen und so. So, und dann bauen wir hier auch mal Gleise. Und das mal hier drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Oder ob er rummosert. Ne, funktioniert. Und das mal hier drauf. Dann könnten wir das mit den Kühen auch noch hier anschließen, dass wir Kühe auch noch nach Portland schicken können. Wo geht's los mit der Biegung? Hier, glaube ich. Bisschen mehr Speed. Bisschen mehr Speed. Na, geht nicht anders. Das ist das Beste, was wir hinkriegen. Ja, weil das hier schon ein bisschen schräg ist, ist das so ein bisschen in die Rückwärtigkeit gekommen. Sehr gut. Wissen Sie? Ich glaube, was wir hier tun, hat wirklich das Potenzial, den konventionellen Warentransport zu revolutionieren. Ja, aber sowas von, das glaubst du gar nicht. So, und dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch hier. Das muss in die Richtung und das muss in die Richtung. Und dann brauchen wir hier, glaube ich, noch so einen komischen Weichenkopf. Und dann... haben wir hier, glaube ich, auch noch irgendwo so ein Dingens dahin. So, das erste haben wir ja schon. Zucker gibt es, glaube ich, hinter dem Portland. Das heißt, da können wir direkt weiterbauen. Die Stadt will auch angeschlossen werden, das kriegen wir hin. So, machen wir direkt mal hier einen Bahnhof. Wir haben den 10. Januar von dem Jahr. So, Max Speed mit kleinem Tunnel. Den Tunnel will ich loswerden. So, da haben wir keinen Tunnel mehr. 2% Steigung immer noch Max Speed. Wieso wird er hier langsamer? Das verstehe ich jetzt weniger. Was ist denn da? Oh. Grafikkarte gibt Vollgas bei mir. Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, was ich hier jetzt falsch gemacht habe. Jetzt passt. Dann bauen wir das mal und machen direkt die zweite Spur daneben. Machen wir hier so einen Weichenkopf hin und dann hier noch so einen Weichenkopf hin. Also, ich weiß nicht, Racefire kann es mir beantworten. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Hat man so schnell Gleise und Linien gebaut im
ersten Teil. War bestimmt komplizierter, oder? So, machen wir dann noch so einen Versorgungspunkt hin. So, Zucker sollen wir, glaube ich, auch irgendwo hinliefern. Das machen wir mal nach einer neuen Methode, die ich heute ausprobiert habe. Setzen hier mal einen Bahnhof hin. Und dann schließen wir den mal ganz fresh einfach hier an. Bin sogar am Überlegen, können das ruhig ein bisschen weiterziehen, dass der nicht so lange auf der Strecke unterwegs ist, wo auch die Passagiere fahren. So, dann machen wir hier noch ein paar Weichenköpfe hin. Und dann brauchen wir noch die Richtungen. Das rein, das raus. Das raus, das rein. So, das passt, glaube ich. So, dann haben wir hier oben schon alles angeschlossen, was wir für den ersten Step brauchen, ne? Wir brauchen ja 8 Ladungen Zucker, die haben wir jetzt auch schon theoretisch auf dem Weg. Dann sollen wir 320 Passagiere ohne Umsteigen von Boston nach Portland schicken. Und Boston soll 25.000 Einwohner kriegen. Die dürften sie kriegen, wenn die ganzen Waren ankommen. So, von hier fahren wir nach da. Mit Express. Von hier fahren wir nach da mit Fracht. Was? Achso, brauchen wir einen Zug. Das Wichtigste hätten wir beinahe vergessen. So, dann brauchen wir noch Portland nach Boston. Express. So, von hier fahren wir ja schon hierher, von hier fahren wir nach da. Von da fahren wir nach dort, womit wir das Holz ein bisschen bevorzugen. Bin ich gerade am Überlegen, was haben wir hier? Ah, das ist der Zucker. Der fährt hier durch. Gut. So, dann können wir mal die Zeit laufen lassen. Da müssten da jetzt gleich ein paar Züge irgendwo ankommen. Ja, wir haben den schnellsten Zug. Yay. So, und da müssten wir gleich ein bisschen Cash kriegen für die Anschlüsse von allem. Was haben wir da? Nachfrage importierter Ware Fleisch wurde reduziert. Ja. Die produzieren ja selbst, die brauchen sie ja nicht importieren. So, 125.000 für den Anschluss. 250.000 für den Anschluss. Dann haben wir noch Zucker, der kommt da unten auch noch an. Dann haben wir gleich die zweite Mission erledigt. Und dann brauchen wir nur noch Passagiere. Und die laufen auch langsam hoch. Großartig. Die Firma dankt. So, in Boston brauchen wir Stadtwachstum, das heißt über 60%. Das heißt, wir sollten Weizen anliefern, Mais anliefern.
Bier anliefern im Idealfall und dann geht's voran. Dann gucken wir mal. Finden wir hier, da ist Zucker. Albany will auch noch angeschlossen werden. Moin Catch. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, heute spielen wir mal die Kampagne. Noch ein bisschen mehr dazu gelernt. Dann kann man jetzt mal die Kampagne spielen. So, da unten haben wir übrigens New York. Ich bin am Überlegen, ob wir New York schon anschließen sollen. Ob wir uns gleich mal mit dem anlegen. Wenn wir das clever machen, baut der dann nämlich keine weiteren Gleise hin. Graben wir dem so ein bisschen hier die Luft weg. Dann haben wir Umsteiger aus seinem Netz zu unserem Netz. Das heißt, wir fahren dann noch mehr Personen. So, gerade mal gucken, dass wir hier nicht aus Versehen Brücken entstehen lassen. Fahren wir mal hier lang. Dann da lang und gehen dann hier drauf. Geht das so? Max, Max, Max. Wunderbar. Einmal, zweimal. Dann machen wir hier wieder einen Weichenkopf und wieder einen Weichenkopf. Und dann in die Mitte noch so einen Versorgungsturm, den machen wir mal hierher. Nicht ganz die Mitte, aber dann können wir das doppelt nutzen für eine andere Linie, die dann hier noch vorbeigeht. Und dann brauchen wir noch die Richtung. Das nach oben. Und das nach unten. Haben wir? Haben wir. Sehr schön. So, Zug von hier. Nach da. Express. Und go. Ja, dann bin ich mal gespannt. Die Passagiere kriegen wir, wenn die Stadt größer wird. Die Stadt wird größer, wenn dort mehr Ware ankommt. Mehr Ware kommt dort an, wenn wir... Ja, wenn wir mehr Ware anschließen. Bin gerade mal am gucken. Stoffe. Stoffe haben die schon. Wo kommen bei denen die Stoffe her? Bin gerade etwas verwundert. Gar nicht. Dann kriegen die ab jetzt Stoffe. Dann machen wir da mal eine neue. Machen wir da mal eine neue Linie, die Ware liefert. Ist jetzt ein bisschen schlecht für die Personenversorgung, wenn die gleiche Linie nehmen, aber ja. Was muss, das muss. So, die haben Fleisch, die haben Fleisch, die haben Stoffe. Dann würde ich sagen, machen wir auch von hier nach hier noch einen Güterzug. Zumindest mal so für den Anfang. Die haben ziemlich viele Kühe vor Ort. Und die haben ziemlich viel Holz vor Ort. Könnte man mal noch einen zweiten Zug nach Portland machen? Der auch noch ein bisschen Fracht durch die Gegend fährt. So, weil Portland macht ja auch Fleisch, die brauchen also auch Kühe.
Jo, dann haben wir Nachfrage nach Zucker. Und den haben wir hier. Aber den haben wir ja schon geliefert, oder? Von hier. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her. Ja, wir bauen hier trotzdem, glaube ich, noch einen Anschluss. Meine, was wir haben, haben wir. Da kommt kein anderer mehr durch. Gucken, wie rum. Wenn wir es so rumbauen, kommen wir besser drauf. So haben wir angeblich die maximale Geschwindigkeit bei 2% Steigung. Okay. Wenn das geht, machen wir dazu. So, dann kann der nämlich Zucker hoch Richtung Boston fahren, beziehungsweise bin ich noch am Überlegen. Kriege ich den noch darunter irgendwie sinnvollerweise? Es wird schwer, 8% Steigung ist zu viel. Nee, dann müssen wir es anders machen. Dann versuchen wir von hier da unten drauf zu kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Zu steil, zu steil, zu steil. Gefällt mir nicht wirklich, aber ich glaube, für den Anfang müssen wir es mal so machen. So, haben wir hier eigentlich schon? Nee, natürlich nicht. Das funktioniert super. So, dann sollte das hier laufen. Ob wir da jetzt Zucker drauf schicken, müssen wir erstmal gucken. Wir könnten die Linien leicht ändern, dass die hier Zucker nach Boston liefern und die hier Zucker nach Portland und nach Bangor. Wo haben wir denn die Linie? Foster, Foster, Foster Bahnhof, das ist die hier. Warten wir mal, bis er abgeliefert hat. Also, was ich faszinierend finde, ist, dass mit zwei Gleisen immer noch der Verkehr, also wie da der Verkehr läuft, das ist unglaublich. Oh, und da muss ich noch was ganz Wichtiges machen. Ich muss mir überlegen, wo überall Züge durchfahren. Ich weiß nicht, ob ich eine Stadt opfern soll oder ob wir da einen extra Wartungsbahnhof bauen.
So, der ist leer. Das heißt, jetzt können wir mal einen Plan hier bearbeiten, dass der in Zukunft nur noch hierher fährt. Am liebsten hätte ich ja, dass er hierher fährt, zurückfährt und dann daher fährt und dann wieder zurückfährt und dann wieder hierher fährt, aber das machen sie ja nicht. Wir können es nochmal versuchen, aber ich glaube, sie machen es nicht. Also was auf jeden Fall mittlerweile für mich feststeht, dass die Wartung nicht mehr in Städten stehen sollte. Weil wir dort nur zwei Slots haben. Der macht's. Seit wann machen die das? Das hat er mir gestern den ganzen Abend verweigert, so eine Strecke zu bauen hier. Heute lässt das zu. Okay, dann müssen wir bei diesem Bahnhof hier mal schnell Pause. Eine Erweiterung bauen, und zwar ein Wartungsdepot. Und ich meine, das Wartungsdepot kann ich einstellen, dass wir die öfter warten. Dauert es nicht so lang und dann fallen die nicht so oft aus. Moin, moin, Adani. Das Schöne ist, dass er hier auch nicht im Weg ist von der Expresslinie. Wobei die Expresslinie, die hat jetzt ein anderes Problem. Die hat keine Wartung, weil wir in der Stadt keine haben. Und deshalb bleiben uns die Expresslinien jetzt hier auf den Strecken liegen.